herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Folge Varuna, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Ja, was machen deine Pappnasen? Weiß ich nicht, aber... Bei mir ist noch keiner auf dem Feld. Wie sieht's aber aus mit... Kredit? Oh, hast du doch erst vorgestern gefragt. Mhm. Ja, kommt. Aber deine Pappnasen sind nachher nicht auf dem Feld bei mir. Was ist da los? Ja, ich fahr gleich ein bisschen Gerste weg, dann kann ich dir... Dinkel weg, dann kann ich dir was zahlen. Meine sogenannten Pappenheimer sind unterwegs. Zu zweit? Ja, einer. Ah, ich wollte schon sagen. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Also wie gesagt, ich fahre kurz ein bisschen Dinkel weg, dann kriegst du deine Knete. Jo. Ja, danke. Tschüssi. Ich melde mich dann. Jo. Ciao. Ciao. Eieiei. Gut, ich wollte einen Jürgen anrufen. Hallo? Jo. Jürgen Volker hier. Ja? Du, wie schaut's denn aus? Hast du die Schlüssel von... Bei mir unten haben sie doch ein neues Palettenlager hingestellt. Hast du da die Schlüssel von? Ja. Würde das eventuell demnächst bald mal anschauen wollen? Ja. Also ich weiß ja nicht genau wann, aber nur das schon mal gehört hast. Ja, okay. Und... Was war noch? Nö, das war's, glaube ich. Okay. Gut. Aber ich Bescheid. Warte nochmal kurz. Ich werde nochmal was gucken. Nö, passt. Jo, gut. Danke. Okay, tschö. Tschö. Gut, also, dann fahre ich halt jetzt doch nochmal schnell. Nee, Ladung. Dinkel weg. Damit wir ein bisschen Kohle kriegen. Ja, muss halt sein, ne? Auch wenn das jetzt nicht Top-Preise sind. Aber so ist es nun mal. So, da ist frei, da ist frei, dann Attacke, ey. Gleich nochmal die aktuellen Tagespreise checken, ob der Edeka immer noch am besten ist. Hoffen wir es mal. 820 war ja der gesetzte Preis zuvor. Vielleicht hat sich da ja noch ein bisschen was nach oben korrigiert. Der hat einen Frontlader vorne dran, da kann ich... Natürlich schlecht dann das Gewicht noch dazu hängen, ne? Mal Weizen bringt mir, warte, ich wollte sowieso den Preis nochmal checken. 820 Weizen bringt mir auch 800. Auch beim Edeka, naja, Qual der Wahl, ne? Achthundert.
13. 80% wären 8000 von 4000. Wären dann noch mal knapp 80%, knapp unter 1000 noch mal, oder? 9000. 9000. Könnte ich theoretisch auch nur den Weizen verkaufen. Aber ja, der kommt mir ja dann sowieso wieder mit einer Rechnung hier. Also, was soll's? Muss er dann auch die Ernte bezahlen. Dann machen wir halt hier mal voll. Oh, Karotten wäre gerade so ein super Preis, ey. 500 Euro fast. Oh, warum, warum, warum? So, warte mal, ich fahre jetzt gerade an den Tankanhänger mal ran und lass den hier mal schön schlucken. Schön voll machen. Dann können wir ab, die Luzi. Ah, jetzt hat er gerade angefangen, da ist er ja. Da hoffe ich mal, dass ich schnell genug bin. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, da werden ziemlich viele Karotten runterkommen. Ach nee, 50 Euro. Also von 40, 80% sind 5000 weniger, 35.000, die wir hier rauskriegen. Von der Ladung ein bisschen mehr, weil wir sind ja beim Preis von 820. Mit dem los, ey, der zieht gar nicht mehr. Der Dinkel ist ganz schön schwer. Aber ich muss sagen, so im Allgemeinen muss man tatsächlich sagen, dass sich meine Finanzen ziemlich gut regeln. Klar, ich habe jetzt immer wieder gut investiert.
aber mich nicht neu verschuldet. Klar, Kredit, Rückzahlung, die hängt ein bisschen. Ist aber gar nicht so wild, sag ich jetzt mal. Ja, auch wenn das natürlich manche anders sehen. Aber wir haben keine neuen Schulden aufgenommen. Wir expandieren. Wir haben nicht so viele Kunden, sage ich jetzt mal. Also die Ernte wird uns halt immer recht gut abgenommen durch die ansässigen Lebensmittelmärkte. Aber was Paletten und so angeht, die Gemeinde hat da einen guten Bedarf, der mich positiv gestimmt lässt. Folge Varuna, hallo? Ja Mensch, du Pappenheimer. Was denn? Ja, du hast gesagt, da ist ein Anhänger. Ja. Ja. Was ist dir jetzt wichtiger, ein Anhänger oder Geld? Ja, eigentlich beides, ne? Ja, Geld kommt gerade rein, Anhänger bringe ich gleich. Hi, der Bimbam hier. Ich bin gerade beim Edeka, ich hau gerade den Dinkel für Billigpreis raus, ja, damit du dein Geld kriegst. Nee, nicht ich. Ja, die Bank, ich weiß, aber du arbeitest ja für die, von dem her ist auch dein Geld. So, was willst du jetzt? Ein Anhänger einfach nur. Ich dachte, du wolltest Geld. Achso, willst du jetzt Geld überweisen? Ja. Jetzt habe ich extra Geld verkauft, Dinkel verkauft für Geld. Also, was sag an? Ja, Kredit, genau. 31.500. Wie viel stehen noch insgesamt? $570.600 und dann noch die Kreditzinsen 63.000. Wie Zinsen? Zusätzlich? Ja, das, die kommen natürlich zusätzlich raus. Alter, willst du mich verarschen? Was sag nochmal? 63, wie viel? 1000 sind Kreditzinsen. Ach, 63 glatt. Ja, das sind die Kreditzinsen. Dann sind wir bei 600. 33.600. Ja. So, dann machen wir nämlich jetzt 633.600. Dann machen wir jetzt eine glatte Summe, kriegst du 33.600. Okay. Dann sind wir noch bei 600 Rest. So, Anhänger kommt. Jo. Bist du jetzt auf dem Feld oder was? Nö, nö. Achso, dachte schon. Ja, gut. Jo. Bis dann. Bis dann. Bin auf dem Weg. Gut, dann habe ich jetzt noch 600.000. Ich dachte, ich hätte schon... Was kommt denn jetzt mit Zinsen um die Ecke, ey? Davon hatte ich gar keine Ahnung. Gut, also... Dann fahren wir mal schnell zum Feld. Ich bin gespannt, wie viel da runterkommt. Ob er jetzt schon Vorgewende geschafft hat oder eher nicht. Ich glaube eher nicht. Schauen wir mal. Ich bin ja zum Glück. Zum Glück ist der Glas so schnell und die Wege nicht ganz so weit. Also sind schon. Upsala. Sind schon ein ganz schönes Stück da immer hin und her. Warte mal, die Karotten waren, glaube ich, beim Lidl gut, ne? Weil je nachdem könnte ich davon auch noch ein paar verkaufen. Dann wäre es wahrscheinlich... nochmal ein gutes Zubrot. Ich krieg da auf jeden Fall genug Karotten bei rum. Also so ist nicht. Wenn ich da, weiß was ich, 100.000 einlage, reicht das allemal. Denke ich.
So, aber das sehen wir dann morgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.